Okay, dann mal weiter, weiter, weiter. Ja, Hexer, hallo. Ach du. Ich muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Geht zu euren Eltern. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Ja, die Tugend siegt immer. Nein, die Stärkeren siegen nicht immer, aber es lohnt sich, gut zu sein. Das hier wäre jetzt die Bücherantwort. Ich bin aber mal nett. Nicht immer. Mal so, mal so. Mal siegt die Tugend, mal behält das Böse die Oberhand. Es lohnt sich trotzdem, gut zu sein. Wieso denn, wenn das nicht heißt, dass man gewinnt? Denk an Palmerins Geschichte. Ein anständiger Mensch zieht andere gute Leute an, auf die er sich verlassen kann. Ein Bösewicht kann sich nur auf andere Bösewichte verlassen. Und wen hättest du lieber zum Freund? Gute Leute! Ganz recht. So, genug jetzt mit den Fragen. Ab zu euren Eltern. Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Bitte voraus. Der pennt. Und interessant ist die Ritter ihrer heilig. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Dann zeig mal her. Jemand hat gegen einen Blumenart antreten, wenn er sich denn am Schwanz hat, um ihn zu irritieren. Ja und? Das ist ein Geschenk des Kaisers höchst persönlich. Die Sache ist gefährlich. Ihr solltet den Gulder mal nicht so quälen. Bitte, wie ihr wollt. Ihr solltet das Vieh nicht so quälen. Wie wird es dir gefallen? Ein Monster? Als Hexer? Ich töte Monster, die Menschen bedrohen. Ihr wollt ein Monster einbringen, um das Publikum zu unterhalten. Das bringt einem Ritter keine Ehre. Wer tritt gegen den an? Wer kämpft denn gegen die Bestie? Dio, du hast ihn gebrochen. Ja, er sagte, er habe der Dame seines Herzens eine Monster-Trophäe versprochen. Große Liebe verlangt große Opfer. Große Dummheit. Gehen wir. Ich widme meinen bevorstehenden Sieg der schönen Vivienne. Wetten, ich darf den Typ gleich wieder retten. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Hahaha. Verdammt.
Ja, das finde ich halt auch Geräusche. Kegeltritter. Wir müssen ihm helfen. Ja, mit der schweren Rüstung. Das wusste auch so, wo ich bin. Ach, ich muss auch noch den komischen anderen Ritter auch noch retten. Warte mal. Bum. Nein. Da. Eis, Nordwind. Und bumm. Verfluchte Konstrukte, Insekten. Humanoide und Bestien. Aber warum nicht? Insekten, was weiß ich. Ja, das Viech ist ja. Ach so, ich weiß schon. Ich will nicht, dass der andere Ritter drauf geht. Alter, das Viech ist ja voll übertrieben. Oh, falsches Zeichen mal wieder. Ja, genau, die. Was habe ich eigentlich für eine Rüstung? Immer noch die Katzen? Ja. Nordwinde. Kartesche. Da hüllt mit kein Schild! Lass das. Ach, natürlich ist das wieder eins, wenn ich vorwärts treffen kann. Ja. Alter, du Monster, du voll stark. Dass der Baron stirbt. Ich
Verdammt, bin ich doof. Nicht so laut. Er muss uns hören, um zu wissen. Er muss uns hören, um zu wissen, wo wir sind. Ja, aber ich habe da so einen komischen Typen. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Insekt. Aber ich habe da so einen Kollegen. Und wenn der stirbt, dann ist das Kacke. Komm näher. Hier denn noch? Gift. Regeneration. Ach, ist der jetzt tot? Hey, okay, nochmal von vorne. Ja, genau, quatsch mich weg, während ich irgendwo rumrollen. Kackmonster. Oh, Feuerschnecke zu sein.
schon wieder von vorne. Fick dich doch. Zu wissen, wo wir sind. OB! Armer Ritter! Die Bestie brüllt! Die Wüten ist gar nicht lästig! Ja. Das ist mit Handschild! Doch da kommt der Hexer! Der einzige Wald! Was sieht das? Wir sind das Monster! Schreckliches Fachum! Der Hexer ist verflogen! Er kann kaum mehr helfen! Wieso rennt der da immer rein, dieser komische Scheißritter? Oh, das Monster grabt sich ein. Ich lauf mal da rein. Hä? Man, Mario Kart macht da immer aggressiv. Nicht so laut. Können das Hex, das wäre alleine auch okay. Also so muss ich noch auf diesen Taktiker auskommen. Okay, ich probiere jetzt diesen komischen Kackviech alleine abzumürzen. Wenn das nicht funktioniert, dann mache ich so lange nochmal so gut. Oh, Hamburg! Das ist mal was Neues. Gerald von Riva!
Meister des Hexerhandwerks. Seht, wie die Bestie ihr Leben aushaucht. Meister Geralt, tu, was du tun musst. Bring es zu Ende. Das Monster ist keine Bedrohung. Es gibt keinen Grund, es zu töten. Sieger dürfen immer Gnade zeigen. Das ist ihr Recht. Lang lebe Geralt, der Gnadenreiche. Pikeniere, kümmert euch um die Bestie. Vergib mir. Ich bin nicht mehr so flink wie früher. Aber du hast überlebt. Du hast tapfer gekämpft. Danke für deine Hilfe. Guillaume? Der Junge wäre beinahe gestorben. Alles in Ordnung. Tut gar nicht weh. Vivienne? Lächle wie ein Held und sei still. Sprechen tut dir offensichtlich weh. Sie kommt. Geralt, wir müssen reden. Wir werden. Ihr redet später im Zelt. Geralt, großartig, atemberaubend. Edler Herr. Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt, nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden, hopp, hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen. Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt, spektakulär. Der Kampf gegen einen guten Zarplosen ist ein schlechter Einfall. Edle Herren, Glumare sind gefährliche Kreaturen, auch für Ritter in voller Rüstung. Unfug. In Toussaint kämpfen die Ritter seit undenklichen Zeiten gegen Monster, um des Ruhmes willen. Ja, Guillaume hat ein paar Stüber und Kratzer abgekriegt, aber sein Ruhm als der, der das Monster erschlug, wird ewig sein. Mhm. Und das Publikum? Wenn der Glumare in die Tribünen gesprungen wäre, hätte es ein Massaker gegeben. Geralt, wir wissen dein tapferes Eingreifen in der Arena durchaus zu schätzen, doch du hast deine eigentliche Aufgabe, eine ganz andere, die großzügig entlohnt wird, wie du sehen wirst, noch nicht erfüllt. Aha, nett. Edle Herr, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damien brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen. Ein halb kaputt geprügelter riesiger Maulwurf. Aggressiver riesiger Maulwurf. Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt doch, um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Streckbank gespannt, gehängt und gevierteilt werden. Tja, Rittersporn halt. Der hatte da was. Ah, da ist der richtige Mann für diese Aufgaben. Damien de la Tour, Hauptmann meiner Leibwache. Gnädige Herrin, Hexer. Hallo. Tut mir leid, aber eine Buchse hat einen... Tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten. Die Wachmänner bei der Leiche des letzten Opfers. Ich weiß, die Kreatur im Keller von Corvo Bianco. War das das Biest? Nein, eine Bruxa, eine Art Vampir. Nicht das Biest, aber sie sind miteinander verbunden.
Woher weißt du das? Durch sorgfältige Analyse der Hinweise am Flussufer und in Corvo Bianco. Willst du behaupten, dass die bisherigen Nachforschungen nachlässig waren? Ja. Geralt will nichts dergleichen behaupten. Wir sollten ihm aufmerksam zuhören. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort. Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren. Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Ich habe von dir gehört. Du bringst Ärger. Das tust du immer. Und wir haben schon genug Ärger. Wir werden das Biest auch alleine erschlagen. Da muss uns kein Fremder helfen. Mhm. Genau. Damien. Die Frage, ob der Hexe angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralts Bezahlung. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Ja. Ja, Herrin. Das Gesetz der Überraschung. Von alters her üblich. Wir sollten aufrichtig sprechen. Die Überraschungen, die uns tagtäglich begegnen, wären für dich nicht von Wert. Es handelt sich meistens um zu autorisierende Edikte und um Bilder von Verehrern aus fernen Ländern. Damit könntest du wohl nichts anfangen. Daher haben wir beschlossen, dass du das Weingut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Sicher erscheint dir das angemessen. Du wirst das Weingut sofort beziehen, da du auf der Jagd gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Das ist eine feine und großzügige Geste, edler Herr. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich? Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen. Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den Auftrag an. Aber wie ich schon sagte, brauche ich einige Informationen. Bumm. Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Crespi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt und ist auf Weinbau umgestiegen. Crespi war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Ein Ritterschwur gilt bis ans Lebensende. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Eine Stunde darauf fand ihn die Stadtwache, auf Händen und Knien, gegen den Pranger gelehnt, das Schwert um den Hals gehängt. Um den Hals? Er war an Wunden gestorben, die ihm Klauen zugefügt haben und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden sein. Er ist also schnell gestorben, doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapiert haben. Sieht so aus. Okay, und der nächste? Was wisst ihr darüber? Es gibt Ecken in dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche von Ramon de Lac gefunden. Nach dem ersten Mord war die Stadt in Angst. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir die Nachricht über das zweite Opfer von einer Bande besorgter Taschendiebe. Kriminelle fürchten das Biest? Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen werden, dass diese Banditen Ramon umgebracht haben. Hältst du mich für einen Stümper? Ramon de Lac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Die Wunde war tief und sauber. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden. In Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt. Ramon de Lac, der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters und Herzogs war. Jemand hat sich große Mühe gegeben, ihn lächerlich zu machen. Vielleicht war Rache das Motiv. Das ist möglich.
Ulak hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Aber es wurden niemals konkrete Beweise gegen ihn vorgelegt. Okay. Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter Delacroix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und dass Unternehmertum die sechste Rittertugend ist. Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter de la Geizhals genannt. Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt Florin aus verschiedensten Zeiten und Provinzen. Delacroix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war er nicht. Okay. Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen den Opfern. Alle Leichen wurden an seltsamen Orten unter ungewöhnlichen Umständen gefunden. Offenbar will der Mörder, wer immer es sein mag, eine Botschaft hinterlassen. Es waren ehrenhafte Männer. Wir sind bestürzt über die Respektlosigkeit, mit der sie behandelt wurden. Verflucht, das waren Ritter von Toussaint. Vielleicht ist das der Punkt. Nach deinem Bericht war keiner von ihnen ein Tugendbolzen. Schon mal daran gedacht, dass es dem Biest darum gehen könnte. Alle Ermordeten waren Ritter, die den fünf Tugenden die Treue geschworen hatten. Und selbst wenn... Welchen Tugenden genau schwören die Ritter Toussaints Treue? Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl. Großzügigkeit war ja bei dem Getreidetyp schon mal nicht das Ausschlaggebende. Die fünf Tugenden. Warum sind sie euren Rittern so wichtig? Seltsame Frage. Vergib mir, Herrin. Ich bin ein Fremder, der versucht, die hiesigen Bräuche zu verstehen. Wir vergeben dir. Den Legenden zufolge war es die Dame vom See, die uns die Tugenden anvertraute. Woher wir sie wirklich haben, weiß niemand. In Toussaint glauben wir, dass Männer geringer Geburt einfachen Herzens und gehorsam sein sollten. Von Rittern erwarten wir jedoch mehr. Sie sollen Soldaten und Höflinge, Herren und Diener zugleich sein. Daher ist eine klare moralische Richtschnur erforderlich. Bei seinem Ritterschlag schwört der Anwärter sein Leben lang Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl zu zeigen. Okay. Mir scheint, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Die Opfer wurden alle gedemütigt. Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert. Weisheit von Lächerlichkeit, Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Es passt, wenn auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit des Opfers sein. Wir können auch erwarten, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände oder in den Palastgärten auf. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Miton hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht warum. Moment. Seltsame Umstände, ein älterer Ritter, die berühmte Feigheit von Hasen. Kann es so einfach sein, ob Miton de Perrac-Perrin das nächste Opfer ist? Milton kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt. Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? De Perrac-Perrin, Crespi, Delacroix und Dulac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Ritterschar? Wer ist der Fünfte? Sie waren eine Schar. Gute Freunde, unzertrennlich. Als solche erwarben sie das Vertrauen unseres Vaters des Herzogs. Wir haben oft mitbekommen, wie er sich in heiklen Dingen an sie gewendet hat. Später trennten sich ihre Wege. Das ist wohl kein Zufall. Das Biest dürfte es ebenfalls wissen. Es ist ein Hinweis, da bin ich sicher. Okay, los. Go, go. Gnädige Herren, wir müssen Milton finden. Sofort. Das dürfte schwierig werden. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von beschwipsten Höflingen gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damien, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen, noch früher zuzuschlagen. Und du, Hexer, kommst mit mir. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter.
Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. Pferde! Bringt uns Pferde! Pferde. Okay, Palast. Durchsuchung. Da ist ein Pferd. Edle! Was zum Teufel? Ich komm dir gleich hin! Edle! Gib auf, dass es nicht knittert! Wie cool. Hey, das ist Seide, pass doch auf. Gib mir das. Der ist auch, oh mein Gott. Was für ein Tag. Darf ich jetzt mit Galopp durch die Stadt? Darf ich? Bitte. Oh, toll. Schneller, Geralt, reite wieder links. Zu Hause. Ich bin kein Halunke! Naja, wahrscheinlich sehen mich die meisten Leute trotzdem als Halunke. Hier ist es, gleich um die Ecke! Schneller! Wir müssen zum Austragungsort des Spiels. Die Teilnehmer müssen das Horn eines Einhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können sie schlussfolgern, wo der Hase Milton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden? Wir haben keine Wahl, aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln. Wir brechen die Regeln. Nein, lieber doch hier lang. Ich zeige dir, wo die Jagd stattfindet. Dann teilen wir uns auf. Du besorgst das Horn des Einhorns und den goldenen Fisch. Ich hole das Ei des Phönix. Das geht am schnellsten. Goldener Fisch schon. Was? Wie soll ich denn das Einhorn fangen? Es ist sehr scheu, aber du gewinnst schon irgendwie sein Vertrauen. Da drüben läuft es herum. Schau. Das ist aber kein echtes. Goldener Fisch. Brauche ich eine Angel oder ein Netz? Bitte, Geralt. Es ist kein echter Fisch. Schau dort beim Wasser. Siehst du die Lichter? Die Schatzsucher versuchen von Booten aus den Fisch zu fangen. Du musst einfach reinspringen und ihn finden. Der goldene Fisch und das Horn enthalten Hinweise auf Miltons Versteck. Wenn du beides hast, komm zu mir. Ich bin bei den anderen Eierjägern. Alles klar? Dann an die Arbeit. Okay, gleich. Ich bin sofort unterwegs.